13.12. Kommt, lasst uns reden. Und zwar alle. Guten Tag zusammen. So, wir machen BEM heute mal so ein bisschen weniger schön. Hier seht ihr so einen halben Greenscreen im Hintergrund und dann so eine leere Wand ohne irgendwelche Bilder und dann noch so ein bisschen Holzverkleidung. Und ich, nicht geschminkt, mit so einer Mütze auf dem Kopf, ungekämmt, alles so ein bisschen busselig. Aber besser ein schlechtes Video als gar keins. Weil ich fühle mich einfach mal wieder nicht so. Ich fühle mich heute mal wieder nicht so und ich habe eine ganze Menge Texte aufgeschrieben für irre viele Videos. Das wird viel Arbeit und irgendwo muss man ja anfangen. Herzlich willkommen zu Bemotional 2, dem Format, wo ich so ein bisschen persönlich aus dem Nähkästchen plaudere und über emotionale Sachen rede und die Bemolution. Zuallererst mal, ich sage immer, durch die Angst ins Vergnügen und das klingt ziemlich cool, aber ich meine es auch wirklich ernst. Und um euch das zu beweisen, ich habe mich in den letzten Wochen vor nichts schlimmer gefürchtet, als davor einfach nur vor die Tür zu gehen. Und am schlimmsten war eigentlich die Vorstellung, seit ich wusste, ich würde eigentlich ganz gerne auf diese Demo gehen. Nicht, weil ich glaube, dass Demonstrationen irgendwie helfen, um politische Entscheidungen zu helfen, zu verändern. Aber ich wollte einfach auf dieser Demonstration ein paar nette Menschen treffen, dass es egal ist, was wir auf der Straße so sagen und wollen, in deren Entscheidung, ich meine, sie machen sich ein Ermächtigungsgesetz. Es geht nur darum, dass sie satt sind, dass andere Leute sich einmischen. Also klar, bringt gar nichts. Ich bin aus einem anderen Grund dahin gegangen. Und zwar zum einen eben, weil ich ein paar von euch treffen wollte und mit lösungsorientierten Menschen mich unterhalten wollte und Spaß auch einfach haben wollte mit netten Menschen. Und zum anderen eben, weil wo die Angst ist, ist der Weg. Ab durch die Angst ins Vergnügen. Ich sag's immer und ich hatte von nichts, einfach gar nichts, schlimmer Angst. Ich sag immer zu euch, durch die Angst ins Vergnügen. Damit ihr jetzt mal seht, wie ernst ich das meine. Ich bin im Bett. Es ist Mittwoch. Ich habe das Datum verdrängt. Das ist der Tag, an dem dieser Spaziergang stattfindet in der Stadt. Weil es neue Gesetze geben soll, die man ja neuerdings als Bundestag einfach so beschließt. Nee, was heißt neuerdings? Das gab es schon mal, ne? So in den 30ern. So, also, ich habe eine schlimme Sozialphobie, so Soziophobie, ach ich weiß ich, ist doch egal. Ich habe Phobien ohne Ende sowieso. Und ich glaube ja auch nicht an Spaziergänge und deren Wirksamkeit. Ich habe richtig Angst. Ah, jetzt guck hier, Schulter mal runterlassen vielleicht. Ich habe richtig Angst, da jetzt hinzugehen. Aber wie ich immer sage, durch die Angst ins Vergnügen. Boah, alle meine Muskeln sind jetzt angespannt. Ich habe jetzt erstmal gerade nochmal versucht zu schlafen. Das geht aber nicht, weil das ist ja auch Unsinn. Ich soll ja gar nicht schlafen. Ich soll ja dahin. Ich muss jetzt duschen und so. Ja, ich habe richtig Angst. Und was sage ich immer? Durch die Angst ins Vergnügen. Und ich gehe jetzt als gutes Vorbild voran, nee, mit gutem Beispiel. Ich gehe jetzt mit gutem Beispiel voran. Und dann müsst ihr das ernst nehmen, dass ich das immer sage, ab durch die Angst ins Vergnügen. Ja, weil ich mache das auch. Also bitte mitmachen. Und wir zählen jetzt bis 3 und dann, nee, nicht mal. Wir stehen jetzt einfach auf und gehen duschen oder ich. Und dann muss ich da in die Stadt? Ab durch die Angst.
Und als ich da ankam, habe ich auch direkt eine Panikattacke gekriegt. Da wurde ich von einem Polizisten angesprochen, dass die gesamte Straße hinter mir, hinter ihm nur mit einer Maske zu betreten war. Ich hatte mir jetzt für diesen Tag extra einen Zettel vorbereitet. Normalerweise sage ich den Menschen einfach nur, ich muss keine Maske tragen, fertig. Jetzt war mir aber klar, dass ich da ja wahrscheinlich auf ein paar anstrengende Polizisten auch treffen könnte. Und darum habe ich mir so einen Zettel vorbereitet. Auf diesem Zettel steht einfach nur... Moment. Von Herzen danke für Ihr Verständnis, dass ich in der Öffentlichkeit nicht über meine PTBS reden werde. Dankeschön. Eine PTBS ist eine posttraumatische Belastungsstörung und der Grund, warum ich keine Maske tragen werde. Ich bekomme einfach eine Panikattacke. Aber übrigens auch ohne diese Ausrede, ne? Aber das lassen wir jetzt mal raus aus diesem Video. Ich würde keine Maske tragen, Punkt, Ende, aus. Ist aber völlig egal. Ich habe einen guten Grund und der Polizist so, ja, haben Sie einen Attest? Ich sage, nein, ich habe keinen Attest, aber ich brauche ja auch gar keins. Er sagt, klar brauchen Sie einen Attest. Und ich sage, nö, in der Verordnung steht ja gesundheitliche Gründe oder irgendwelche anderen Gründe. Und ich kriegte jetzt aber auch schon eine Panikattacke, weil solche Situationen, ich habe einfach Angst gekriegt. Ich habe dann nur meine Hand ausgestreckt und dem meine zitternde Hand gezeigt, so die halt wirklich schüttelte. Und ich wollte gerade ansetzen zu sagen, schauen Sie, ich bekomme. Und dann hat er aber auch schon gesagt, kriegen Sie jetzt eine Panikattacke? Und irgendwie wurde er auch so ein bisschen panisch vor meiner Panik. Und ich also ja, ganz genau, das ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Das versuche ich Ihnen gerade zu erklären. Und er war dann so überfordert, dass er gesagt hat, gehen Sie einfach durch. Also mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung konnte er nichts anfangen. Und er hat mich natürlich auch erst passieren lassen, als es eigentlich schon zu spät war. Ich war dann schon in meiner Panikattacke drin, Gott sei Dank. Habe ich jemand anderen aus dem Club der Lebendigen dann angerufen. Die hat es super gut hingekriegt, mich runterzuholen. Die habe ich dann auch getroffen. Das dauerte vielleicht so eine halbe Stunde oder so, die ich sitzend auf einem Baumstamm verbracht habe. Und dann ging es. So, ja. Und was möchte ich euch jetzt erzählen über diese Demonstration? Entschuldigung, über diese Demonstration. Ja, das war schon ziemlich traurig. Das kann man schon mal so sagen. Wenn da so Wasserwerfer auf Familien gerichtet werden. Ich war in meinem Leben früher, vor allem in meiner Jugend, sehr viel auf Demos. Und ich habe da auch eine Menge gesehen. Und ich bin ja absolut gegen den Einsatz von Gewalt. Das gilt ja für alle Seiten. So. Und ich habe Wasserwerfer jetzt noch nie als irgendwie besonders toll empfunden. Aber sagen wir mal so, es gibt Situationen, in denen das durchaus irgendwie Sinn ergibt. Wenn man jetzt so militärisch denkt. Also ich meine, wenn da eine Masse Wildgewordener jetzt versuchen würde, mit Gewalt was auch immer zu stürmen, dann kann das ja sinnvoll sein, die mit einem Wasserstrahl davon abzuhalten. Ja, und ich habe derlei auch schon oft gesehen in meinem Leben. Also es gibt ja auch regelrechte Straßenkämpfe hin und wieder mal. Aber das, was ich jetzt hier am Brandenburger Tor erleben musste, das hat eigentlich alles getoppt, was ich jemals auf einer deutschen Demonstration erleben musste. Der Grund, warum die Wasserwerfer auf die Menschen gerichtet wurde, war, dass sie den Platz nicht räumen wollten. Der Platz, der uns allen gehört, für den wir Steuern zahlen. Vertrieben von den Polizisten, die wir bezahlen. Oder eben nicht. Die ließen sich zum Glück nicht vertreiben. Aber da standen eben, das war jetzt nicht ein schwarzer Block, der mit Flaschen wirft. Da war niemand mit einer Waffe in der Hand, da war kein Gewalttätiger, der versucht hat, sich irgendwie Zugang zu irgendwas zu verschaffen, sodass die Polizei sich wehren musste oder verteidigen musste. Nein, die Polizei hat ganz schlicht und ergreifend einfach das Feuer eröffnet, sage ich jetzt mal. Sie haben das Wasser eröffnet und das Tränengas. Aber ist ja auch egal. Die Polizei war hier ganz eindeutig der Aggressor.
Und es wurden alte Damen zu Boden geworfen, alte Herren, Menschen jeglichen Alters, völlig ohne Rücksicht auf Verluste, von einem aggressiv prügelnden Mob. Ich erwarte nichts von diesen koksüchtigen Prügelpolizisten. Die tun mir eigentlich leid. Es muss irgendeinen Grund haben, dass es so weit kommt, dass man da landet. Aber da sind ja auch noch andere Polizisten. Und ein paar von denen waren ja auch echt nett und super gut. Einer hat uns die Hand gereicht, wollte uns über eine Absperrung helfen. Mit zwei anderen Polizisten wollte ich eigentlich Seilspringen spielen mit einer Absperrung. Hat aber nicht funktioniert, weil einfach die Absperrung so lasch ist. Und die so schwer bepackt waren. Naja, sie wollten für mich das Seil schwingen und ich hätte springen können, aber das klappte einfach nicht so richtig. Naja, wie gesagt, nette Leute und böse Leute. Dann noch so ein wild gewordener Polizist, der mich die ganze Zeit wegrammte und schubste. Dann so die Hand so neben meinem Gesicht blieb die dann so stehen und ich guck so und sag, was wird denn das jetzt? Und er so, ich weise in die Richtung, in die sie sich zu bewegen haben. Und ich sag, ich weise sie darauf hin, dass sie die Corona-Bestimmung einzuhalten haben. Bitte halten sie Abstand. Bums, wurde ich wieder geschubst. Das war übrigens am Ende der Veranstaltung, als ich einfach nur rumstand. Ich stand einfach nur, da war gar nichts mehr los. Es gab gar keine Demonstration mehr. Es gab auch keine Menschensammlung, Ansammlung mehr. Da standen einfach nur noch Menschen in Berlin auf der Straße rum, wie es einfach mal ihr Recht ist, und sich unterhielten. Das ist unser gutes Recht. Es ist echt irre. Es ist so verrückt, dass ich für die Straßen zahle und für die Polizisten, die mich dann von diesen Straßen vertreiben, für die ich gezahlt habe. Es ist doch Irrsinn. Wollt ihr mich veräppeln? Schade. Aber verzweifelt nicht. Das will ich eigentlich hauptsächlich sagen. Denn ich habe so viele gute Gespräche gehabt. Und das ist überhaupt gerade die Qualität dieser Zeit, wenn man mich fragt. Ich habe momentan so oft Gespräche mit Leuten, wo man nie denken würde, dass die sich mal irgendwann an einen Tisch setzen. Ich habe mit jungen Leuten von der Antifa super tolle Gespräche gehabt, wo wir uns beide am Ende für das Gespräch bedankt haben. Obwohl es total eskalativ begann. Dasselbe mit Polizisten. Ich hatte tolle Gespräche mit Polizisten und mit Journalisten. Das Ganze hat mich auch inspiriert, dass ich jetzt in Zukunft noch eine neue Reihe mache, die BEM-Briefe an verschiedenste Berufsgruppen. Briefe an die Antifa, Briefe an die Polizei, Briefe an Lehrer, Ärzte und so weiter. Ja, mit Journalisten habe ich mich auch unterhalten. Da habe ich, glaube ich, auch so einiges an Brand in deren Köpfen gesetzt, als ich denen erzählt habe, dass all diese Leute, die da rumstehen und demonstrieren, einen auch bezahlen, sobald man anfängt, selbstständigen, wirklichen, echten Journalismus zu betreiben und nicht mehr das erzählt, was einem irgendwelche Redaktionen aufbrummen. Wenn du aufhörst, ich habe mehreren Leuten da erzählt, wenn du aufhörst, das zu tun, was deine Redaktionen verlangen und das tust, was deine Würde und der Rest von uns verlangen, dann werden wir dich alle dafür bezahlen, dass du endlich Qualitätsjournalismus machst. Das ist meine Erfahrung. Da habe ich auch den einen oder anderen, glaube ich, schon ein bisschen nachdenklich mitgemacht. Denn die meisten erzählen mir eigentlich, sie sind auf keiner Seite und sie finden diese Gesetze selber furchtbar. Sie machen einfach nur ihren Job. Und wer soll ihre Miete zahlen? Ja, wir sitzen alle im selben Boot. Wir müssen alle unsere verdammte Miete bezahlen. Und niemand von uns, fast niemand von uns, sieht sich überhaupt mehr dazu imstande. Uns vereint so viel mehr, als uns trennt. So viel mehr. Darum reichen wir uns jetzt bitte die Hände. Ich habe einen Discord-Server, auf dem Leute sich auch hin und wieder mal unterhalten. Und auch da finden diese großartigen Gespräche statt. Ich hatte zuletzt eins mit einer Dame, die sehr spirituell ist und fast nur in Begriffen spricht wie, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Aber naja, Prinzip Licht und Liebe, spirituell, nur irgendwelche hohen spirituellen geistigen Gedanken. Und der andere, so ein Berliner Handwerker aus der Arbeiterklasse, der früher LKWs gefahren ist, der nichts mit Glauben und Spiritualität am Hut hat, dem viele dieser Themen einfach viel zu abgehoben waren. Und solche Leute hätten früher wahrscheinlich nicht so häufig zusammengesessen. Tun sie aber jetzt.
Ich habe in letzter Zeit eigentlich nur noch Gespräche ständig mit irgendwelchen Leuten, wo man denken würde, so klischeemäßig, dass die alle überhaupt nicht zusammenpassen und dass die sich nie zusammensetzen und reden. Passiert jetzt aber. Und zwar, weil nämlich einfach alle mal langsam merken, wir haben größere Probleme als diese bescheuerten Teilungen untereinander. Wir haben jetzt gar nicht mehr so großartig die Chance, uns ständig in unseren Filterblasen gemütlich zu machen. Es ist jetzt mal Schluss. Wir müssen alle raus aus unseren Komfortzonen. Wir müssen jetzt endlich mal die anderen kennenlernen. Denn wir haben gemeinsam ein Problem. Wir haben im Grunde genommen als Menschenfamilie ein ganz globales Problem. Aber wir müssen ja irgendwo anfangen, das zu lösen. Und deswegen fangen wir alle bei uns selber an. Ich fange bei mir an. Du fängst bei dir an. Wir heilen uns selber mal und denken über unsere eigenen Trigger nach. Was bringt uns ständig auf? Warum sind wir wütend? Was macht uns traurig? Wir gehen mal hin und wieder mal ein bisschen in uns, anstatt das mit den anderen auszumachen. Dann werden wir Stück für Stück souverän, jeder für sich. Und wenn wir dann jeder für sich souverän und selbstständig sind, werden wir das gemeinsam. Dann können wir ein souveränes Volk bilden. Dann können wir auch ein souveräner Staat werden, sogar. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns auch mit der restlichen Menschenfamilie vereinen und dafür sorgen, dass auch die dieselben Chancen haben. Wir wollen einfach mal keinen Krieg mehr. Wir sind nicht dumm und inzwischen hat es wirklich auch der Letzte verstanden. Wir dachten immer, dass niemand Krieg mag, bis wir verstanden haben, dass einige da nicht hingehen müssen und die werden reich davon. Das ist das Prinzip der ganzen Welt. Nur das muss man verstehen und sonst eigentlich im Moment nichts mehr. Deswegen schließt euch alle zusammen mit allen, die ihr kennt, außer mit den Psychopathen und mit allen, die ihr nicht kennt. Frieden geht, indem man sich einfach friedlich mit jeder, mit jedem vereint und sich abwendet von denen, die das versuchen zu verhindern. Wenden wir uns ab von den Psychopathen. Wir sind übrigens schon lange die Mehrheit. Die Medien versuchen das ein bisschen anders hinzustellen, aber selbst die, die für die Medien arbeiten, haben mir mitgeteilt, dass sie im Grunde auf meiner Seite sind. Da wird uns gerade eine echt riesige Lüge vorgegaukelt und wir kennen das auch schon. 1933 war das genau so. Da hat sich auch Hitler selbst ermächtigt, dafür gesorgt, dass er alleine über Gesetze bestimmen kann, dass er dafür nicht mehr irgendwelche nervigen Einmischungen erhält. Es ist genau derselbe Scheiß, Entschuldigung, es ist genau dasselbe Gesetz, das unsere Bundesregierung jetzt gerade beschlossen hat. Selbstverständlich ist die Mehrheit dagegen. Ich weiß, dass die Mehrheit dagegen ist. Ist mir egal, was mir die Medien vorgaukeln. Ich habe ein Herz, ich habe einen Verstand und ich habe ein Herz und ich lebe in einem Land, in dem die Menschen, seitdem ich hier lebe, immer brüllen, nie wieder Faschismus. Ja, werden die das schon noch irgendwie ein bisschen so meinen? Also, wie gesagt, alle hassen den Krieg, außer natürlich denen, die da nicht hingehen müssen und die davon reich werden. Krieg ist ein super Geschäft. Menschenhandel ist ein super Geschäft. Unsere Ausbeuter leben ganz, ganz fantastisch davon, dass wir uns ständig untereinander streiten. Und damit ist jetzt Schluss. Und da gucken die doof. Und jetzt fühlen sie sich wirklich bedroht. Und jetzt gucken die Psychopathen, wohin mit uns? Wenn so viel Licht entsteht, wo sind dann die Schatten, wo wir Dunkelwesen uns verstecken können? Wird schwierig, denn wir unterhalten uns jetzt alle. Wir werden jetzt alle Freunde oder jedenfalls Bekannte. Wir erkennen, wer wirklich das Problem ist. Wir schließen uns zusammen und es wird bald, man würde jetzt sagen, in eurer Sprache zappenduster werden, aber solche Sprüche kommen natürlich aus einer Gesellschaft, die ihr geschaffen habt. Ich sag's euch, was jetzt wirklich wird. Es wird Heidedauska, wird das jetzt hell hier. Wir beleuchten den ganzen Laden jetzt mal ordentlich, bis es keinen Schatten mehr gibt, wo ihr Dunkelwesen euch verstecken könnt. So. Ab durch die Angst ins Vergnügen. Und das sage ich nicht nur so, das meine ich so, weil ich hatte richtig Schiss davor, auf diese Demonstration zu gehen. Und dann hatte ich doch viel mehr Spaß als lange. Also ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, weil ich einfach so oft schon nicht mehr, ich bin, man fühlt sich doch isoliert heutzutage und so tolle Menschen wie da habe ich echt schon lange nicht mehr getroffen. Durch die Angst ins Vergnügen. Das gilt jedenfalls für die Menschenfamilie. Und für die Psychopathenfamilie gilt es jetzt, zieht euch warm an oder vielleicht eher kühl, weil das Scheinwerferlicht, das wir jetzt auf euch schmeißen, wird
Heiß, sage ich euch. Heiß. Schön, dass es euch gibt. Lasst uns alle reden. Auf meinem Discord-Server, auf irgendwelchen Demonstrationen. 13.12. ist wieder ein runder Tisch in Berlin am Bundestag. Da kommt mal hin, lasst uns alle reden. 13.12. vor dem Bundestag. Ich werde da sein. 13.12. Kommt, lasst uns reden. Und zwar alle. Handwerker, Polizisten, Lehrer, Ärzte, Anwälte, Mütter, Hausfrauen, Fabrikarbeiter, LKW-Fahrer, Supermarktverkäufer, Manager. Völlig egal. Kommt einfach alle. Also wir gehören alle zusammen. Machen wir Bemolution. Glaubt mir, das wird super. Eigentlich müssen wir keine Angst haben, aber ich habe sie ja selber und deswegen schon okay. Dann müssen wir einfach nur durch diese bekloppten Ängste durchgehen. Ach, machen wir. Also ab durch die Angst, bis zum nächsten Mal. Ich bin spät zum demokratischen Aufbruch gekommen, weil ich lange gesucht habe, wo ich mich engagieren soll. Und irgendwo ein tiefes Misstrauen zu basisdemokratischen Gruppierungen habe. Warum? Und mich dort nicht wohlgefühlt Warum? Habe. Einsicht. Also vielleicht habe ich da ein autoritäres Verhalten in mir. Ja, das könnte ja sein. Aber ja. Das